Meine Damen und Herren, die Frage, ob realpolitischer Kurs oder Fundamentalopposition, ist eine Frage für Theoretiker oder für ehemalige Parteisprecherinnen. Wer das für die entscheidende Frage hält, der hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Es geht um die Frage, ob es dieses Deutschland, in dem wir aufgewachsen sind, in Zukunft so überhaupt noch geben wird. Das ist die Frage. Und dafür sind wir, die AfD, nicht nur die einzige Hoffnung, meine Damen und Herren. Die AfD ist die letzte Hoffnung für dieses Land. Was ist unsere Strategie? Unsere Strategie ist zu tun, was auch immer notwendig ist, um Deutschland zu retten. Unsere Strategie ist es, um jede Stimme zu kämpfen, den Druck auf die etablierten Parteien zu erhöhen und zur bestimmenden politischen Macht zu werden. Unsere Strategie, liebe Freunde, ist es, in ganz Deutschland so stark zu werden, wie wir in Sachsen schon sind. Wir wollen die Nummer eins werden. Unsere Strategie ist es, die Grenzen zu schließen, den Zustrom zu stoppen und die Syrer in die nicht mehr umkämpften Gebiete Syriens zurückzubringen. Unsere Strategie ist es, die Islamisierung nicht nur zu stoppen, wir wollen sie zurückdrängen. Der Islam gehört ebenso wenig nach Deutschland wie Angela Merkel ins Kanzleramt. Wir werden nie vergessen, was diese Frau unserem Land angetan hat. Sie muss sich für ihre Taten verantworten, politisch und juristisch. Deswegen betreiben wir den Untersuchungsausschuss Merkel, damit sie in die Geschichte eingeht als das, was sie ist, die größte Rechtsbrecherin der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wer mit dem Recht spricht, wir werden mit Angela Merkels Rechtsbrüchen aufräumen und ihr politisches Erbe abräumen. Aber Merkel ist nicht das einzige Problem. Das Problem ist die Dekadenz der Eliten. In Berlin gibt es jetzt eine Ausstellung über Märtyrer. Und da stehen Johanna von Orléans und christliche Märtyrer mit den islamischen Massenmördern von New York und Paris in einer Reihe. Das ist Verherrlichung von Massenmord im Namen des Islam. Das ist unerträglich. Ich habe deswegen am Freitag Strafanzeige gegen die Veranstalter erstattet. Wer Massenmord verherrlicht, der gehört nicht dem Feuilleton, sondern in das Schloss und Riegel. Aber das Problem ist auch, dass wir keinen Grenzzaun um unser Land haben, aber Betonpoller um unsere Weihnachtsmärkte und in zu vielen Moscheen zum Dschihad gegen uns aufgerufen wird. Lieber Verfassungsschutz, überwacht diese Moscheen statt die Kinderzimmer von AfD-Politikern. Und das zum Schluss. Wir lassen uns weder von den einschüchtern, noch von Linksterroristen. Die mögen uns bedrohen oder gar verletzen, so wie gestern. Das macht uns alles nur noch stärker. Wir werden gewinnen, die Alt-68er gehen, die AfD kommt. Wir werden unser Vaterland...